Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas habe ich geklickt. Zum neuen Part von StarCraft 2 Wings of Liberty. Warum nicht? Da müssen wir immer noch. Ich habe so viel Liebe zu geben. Oh, was haben wir da gemacht? Da habe ich einen hingeschickt und nicht los, nicht bauen lassen. Das ist überhaupt gar nicht gut. Wo bauen wir das denn da? Schwupp. Aber sicher! Und wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir... Erschöpft. Ja, ich weiß, Mineralienfeld erschöpft, du alter Sack. Da holen wir uns mal das Zeus. Und dann holen wir da nochmal Mineralien. Und dann hatte ich doch... Achso, ich bin ja noch im Bauen, okay. Ne, Panzer diesmal ein bisschen. Und dann auch da hinschicken. Erschöpft. Zack, 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 zack. Da haben wir nicht genügend Mineralien für. Mineralien ist ganz knapp, alles andere geht eigentlich. Da können wir dann als nächstes bauen. Ich will jetzt aber mal versuchen, ob wir hier mit unserer Basis ein bisschen scannen können und was entdecken. Ja, das sieht gut aus. Da werde ich jetzt erstmal hin. Wählen wir uns die alle aus. Nein, brauchen wir nicht. Tarnen und rüberfliegen. Nach dahin. Na, das wird ein Spaß. Ganz schnell kaputt machen, damit uns die Geschütztürme nicht kaputt kriegen. Na komm. Haut sie weg. Sehr schön. Sehen die uns nämlich auch nicht mehr und wir können sie problemlos kaputt machen. Maschinen laufen. Na, wie weit willst du noch wegrennen? Feuer frei. Hier könnten wir theoretisch auch noch eine Basis bauen und sammeln. Allerdings möchte ich das eigentlich ungern machen. Ich suche eigentlich noch die Artefakte. Da oben ist wieder eine Basis, da wollte ich eigentlich nicht hin. Was haben wir hier noch? Da ist auf jeden Fall was. Uns fehlen noch so viele Artefakte, das ist echt schrecklich. Die zwei Negierungen. Hierüber ist klar, ist erschöpft. Ihr könnt auch mal wieder enttarnen. Alle enttarnen bitte. Und dann müssen wir hier eigentlich rüber gucken, ob wir da irgendwas haben. Hier sind sie noch schön am Sammeln. Da haben wir, oh, zwei Stück können wir wegschicken. Gut so. Ja, schick mal weg. Was nicht passt, wird passend gemacht. Dann geht ihr nämlich schon mal nach oben, sammelt da eure Materialien. Wow, eigener Schreck. Auch. Maschinen laufen. Und los, schicken fünf Stück. Oh Mann. Basis wird angegriffen. Was? Leute, wo sind meine Schiffe? Du bitte rüber. Nach dahin. Und ihr geht bitte mal kaputt machen. Lass die Hölle los! Laut und deutlich. Schnell! Lassen wir es krachen. Mist, damit du Panzerfabrik im Arsch. Finde ich jetzt nicht so toll, aber was soll's? Anders geht's ja nicht. So, die haben wir auf jeden Fall alle soweit fertig. Dann können wir da mal eben kurz rüber gucken. Wird gemacht. Na, das wird ein Spaß. Den ganz schnell kaputt machen. WBF einsatzbereit. Da wären eigentlich noch Erze für uns, aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Sehr schön. Bringt uns aber auch nichts, meine Herren. Kein Problem. Müssen wir da mal gucken, ob wir da noch irgendwo die Artefakte finden. Turbinen auf volle Kraft. Das sieht aus, als ob es... Gut. Das war jetzt nicht so der Brüller. Gut. WBF einsatzbereit. Verdammte Tat. Ich finde die einfach nicht. So, die sind da immer noch ganz gut dabei. Unsere Flugeinheiten können wir noch mal wieder verbessern. Oh. Nur zu! Die Panzer schicke ich mal hier noch ein bisschen kaputt machen. Mineralienfeld erschöpft. Genauso wie die. Da haben wir noch was, da auch. Kann ich hier eigentlich sehen, ob es da irgendwo was gibt? Ich glaube, da haben wir was verpasst gehabt. Naja, was soll's. Und ich werde definitiv sehen, dass wir jetzt unsere Soldaten alles weg. Was heißt unsere Soldaten, unsere Einheiten da wegbekommen. Auf Empfang. Und ihr geht bitte. Na, wo geht ihr denn hin? Da ist eigentlich noch eine Basis, aber die will ich jetzt nicht unbedingt angreifen. Ich
fliege mal hier rüber. Schon zu erledigt. Unseren Einheiten. Und der ist ja auch noch dabei zum Reparieren, das ist ganz gut. Den können wir auf jeden Fall schon mal wegziehen. Den brauchen wir eigentlich nicht wegziehen und die Basis können wir wegziehen. Schlechte Neuigkeiten. Das heißt, ihr gebt ab. Sehr schön. Aber sicher. Und geht da. Dahin. Juhu, Überstunden. Genau. Weil da baue ich gleich unsere Basis auf. Unsere neue. So, einmal dahin. Du kommst bitte auch mit. Denn du baust dich direkt da an der... Entschuldigung. Direkt an der Stelle da wieder auf. Jawohl. Was nicht passt, wird passend gemacht. Einfach Geld geben. Sehr Warum schön. Nicht? Aber sicher. So, ihr seid dann bitte wieder meine neue Einheit 1. Wo ist mein Gebäude? Da fliegt's. Das können wir eigentlich auch schon wieder hinsetzen. So. Und ich werde jetzt die Fliege alle nehmen. Feld erschöpft. Und werde mal... Müssen wir mal eben gucken. Haben wir hier noch irgendwas, was wichtig ist? Nein, hier ist nichts mehr, was wichtig ist. Aber wir... mit unseren Flugeinheiten, wo immer sie jetzt auch gerade sein mögen. Ah, da sind sie. Werden wir mal eben gucken, dass wir hier noch ein bisschen erforschen. Die kommen nicht weit. Einmal kaputt knallen. Das wird lustig. Feuer frei. Jawohl. Oh, wir sind hier auch ganz am Rand der Karte. Na, das wird ein Spaß. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Dann gucken wir mal hier rüber. Oh, ein Artefakt. Sehr schön. Erschöpft. Lass die Hölle los. Da hätten wir dann auch schon mal wieder eins. Das freut mich sehr, weil jetzt können wir nämlich mit den einsammeln. Komm mal her. Sehr schön. Die Feuerwelle ist direkt über uns, Sir. Ja, wir müssen unsere Basisgebäude versetzen oder sie werden zerstört. So, das haben wir, das was wir brauchen, haben wir alles. Vespingas brauche ich im Moment überhaupt nicht. So, ich muss ab und zu mal eben nach unserem Kater gucken. Dem geht's nicht ganz so gut, den mussten wir jetzt letztens zum Tierarzt bringen. Oh, das ist ein Krampf, meine Verlobte, die ist nur noch am Heulen und das geht mir so am Sender. Also das nimmt mich schon sehr mit. Ja, mal bitte hin. Mineralienfeld erschöpft. Ja, Mineralienfeld erschöpft. Da ist ja eh nichts mehr, was mich... Mineralienfeld erschöpft. Aber deswegen, im Moment ist das alles andere als schön, was bei uns hier zu Hause abgeht, also privat. Verstanden. Deswegen bitte ich es zu verzeihen, wenn ich hier so unendlich viele neue Videos kommen oder Parts kommen oder ich dich so euphorisch gerade spielen kann. Weil, wie gesagt, es ist halt schwer. Ich könnte ja eigentlich mal so ein... Wo ist es denn? Ist das bei den größeren Gebäuden? Ja, oder? Bauen wir das einmal, damit wir noch neue Panzer bekommen. Lauter! Du kannst eigentlich mal rüberkommen und reparieren. Nach Möglichkeit. Alles, was zu reparieren ist. Dann lasst uns Erweiterung. Ach, das ist der WBF, okay. Dann ist das ja halb so schlimm. So, und jetzt muss ich mal sehen, das wird dann vielleicht mal... Ja, bei Erweiterung ist fertiggestellt, das freut mich. Was mache ich denn? Ich glaube, wir brauchen... Brauchen wir davon noch ein paar? Vikings auf jeden Fall noch. So, und... Die sieht gut aus. Dann können wir gleich auch in die letzte Angriffswelle übergehen. Ich guck mal, ob wir hier mit was reißen können mit den Panzern. Moment, den schieben wir mal. Den schicken wir mal zum Spionieren nach vorne. Geh mal hier. Die erste Runde geht auf mich. Das ist ganz wichtig, dass du mal spielst. Was jagen wir hoch? Ist ja jetzt nicht sonderlich weit gekommen. Also das ist ja Wahnsinn. Da kam uns direkt Sterbliche entgegen. Positiv. Oh. Aufbauen. Zerstören, genau, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, wollte ich nicht mal ein bisschen mehr schießen? Na, nicht töten. Oh, gut. Nein! Panzer kaputt. Arschloch.
Ja, macht alle. Krasse Scheiße. Aber die können wir da erstmal stehen lassen. Dann ziehen wir nämlich jetzt unsere anderen Flugeinheiten nach. Auf Empfang. Bin ganz Ohr. Mal eben da gucken. Bestätigt. Fliegt mal bitte rein. Ei, 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 ei. Schnell weg. Haut sie kaputt. Sehr schön. Bin gleich da. Bin für die Schlacht. Ich steck ganz schön in der Klemme hier. Dann haben wir den Flieger nämlich auch kaputt. Und den Flieger. Na. Auf in die Schlacht. Ich wollte gerade sagen, Leute, macht doch mal was. Melde mich zurück. Ja? Auf Empfang. So, da haben wir Saale. Den na, kaputt machen. Das wird ein Spaß. Immer schön, immer auf jeden Fall für alle, die sich mit StarCraft nicht so unbedingt auskennen, immer auf Pylonen gehen bei Protoss, weil die können sich dann einfach nicht mehr wehren. Ziele erkannt. So, damit ist der nämlich auch aus. Lassen wir es krachen. Gut. Alles, was uns halt so kaputt machen könnte mit Einheiten. Direkt vernichten. Maschinen laufen. Mineralienfeld erschöpft. Da war die können nicht weit. Oh, 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 oh. Irgendwas sieht mich. Was zum Henker sieht mich denn da? Raus da, raus da, raus da. Ganz schnell raus. Geht klar. Oben oder unten. Ach, ihr seid hier schon, ja? Super. Transformationssysteme optimiert. Bin ganz irre. Hallo? Komm mal zurück. Sehr schön. Läuft gerade super gut. Wir locken nämlich alles an, was angelockt werden könnte. Und sind wir noch am Bauen? Ja, wir sind noch am Bauen. Super. Auf geht's. Zum nächsten Angriff. Mineralienfeld erschöpft. Erstmal den hier kaputt machen, damit die ja nicht mehr weiter und schießen. Mineralienfeld erschöpft. Ich da drauf. Mineralienfeld erschöpft. Hallo, da drauf gehen, ihr Deppen. Maschinen laufen. Kollateral ist mein Lieblingsschaden. Kollateral ist mein Lieblingsschaden, ist auch geil. So, schnell die Geschütztürme wegmachen. Musik in meinen Ohren. Läuft im Moment super. Hier schnell die Basis für... Ach, Mist. Das angreifen. Gut, damit ist der Geschützturm auch weg und wir können hier endlich auch die Flugabwehr von denen ausschalten. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo das letzte Artefakt ist. Wobei im Grunde ist das auch nicht ganz so schlimm, wenn wir das nicht erfahren, wo es ist. Weil bringt uns eh nur noch Geld. Dann haben wir auch jetzt bald diese Mission geschafft und ich glaube, das müsste sogar das letzte Artefakt sein, was wir brauchen. Und auf jeden Fall freue ich mich schon tierisch drauf, wenn wir dann... Na komm, wenn wir dann das Spiel auch durch haben, weil dann kann ich mit Heart of the Swarm weitermachen, wo ich mich ja schon wahnsinnig drauf freue. Ich habe es bisher immer noch nicht gespielt. Ach scheiße, da ist das Artefakt gewesen. Mist. Na gut. Wie gesagt, ich habe Heart of the Swarm immer noch nicht gespielt, weil ich möchte es einfach blind spielen fürs Let's Play. Und von daher lasse ich mich da mal ganz überraschen. Weil ich finde es immer geiler, dann so ein Spiel blind zu spielen, wo man dann selber noch ein bisschen überrascht, als wenn man schon alles kennt. So, ich glaube, wir haben die Mission durch. Jawohl, fertig. Okay, das Artefakt ist gesichert. Aufsatteln, Leute, wir verschwinden von hier. Wir werden euch bis ans Ende des Universums verfolgen, James Raynor. Tausend Tode können euer frevelhaftes Sakrileg nicht aufwiegen. Und sogar einen Erfolg bekommen. Sehr nice. Was hätten wir denn da machen müssen? Schließen Sie Supernova auf dem Schwierigkeitsgrad dann normal ab, ohne eine Einheit an die Feuerwalze zu verlieren. Ja, cool. Dann zählen also die Gebäude nicht. Dann zählen die Gebäude also nicht als Einheit. Das ist schon mal ganz gut, weil hier Kills mitgenommen drin. Tick.
Kills mit getarnten Banshees, von der Feuerwalze getötete Protoss, verbleibende Protoss-Gebäude 17, Einheiten verloren, Einheit vernichtet. Okay, da steht nichts bei, wie viele jetzt getötet wurden und ob überhaupt, aber kann ja nicht sein. Ja, so auf schwer. Ah, okay. Gut, damit ist die Mission geschafft und wir gucken uns die Zwischensequenz an und können dann auch gleich in die nächste Mission. Ach, jetzt kommt erst wieder dieser epische Ladebildschirm, den ich auch immer wieder vergesse nach dem Anklicken. Das ist der Wahnsinn. Oh, Carter, dem geht's noch gut. Was heißt mehr oder weniger gut? Also ich denke mal... Sir, wir haben die Treffpunktkoordinaten erreicht. Niemand in Sicht. Das Möbius-Schiff scheint noch nicht hier zu sein. Seltsam. Das sieht denen gar nicht ähnlich. Sir, Ligaschiffe im Anflug. Sie werden von Mengsk Flaggschiff angeführt. Ich will verdammt sein. Sir, Ihre Schilde sind noch unten. Gefällt mir gar nicht. Matt, bring uns längsseits und bereite das Andocken vor. Commander, das ist keine kluge Entscheidung. Du wolltest doch eine Revolution, Junge. Da hast du sie. Mein Vater hier vergebens, Commander. Ich bin Valerian Mengsk. Und die Möbius Foundation gehört mir. Und damit auch Sie. Gib mir einen Grund, dich nicht auf der Stelle abzuknallen. Weil ich Ihnen bieten kann, was Sie schon immer wollten. Die Chance, Sarah Kerrigan zu retten. Ja, wenn das mal keine epische Zwischensequenz war und mit einer richtig geilen Wendung, die ich super geil finde. Neuer Ladebildschirm von unserem Labor. Ich glaube, jetzt geht das Gequatsche weiter. Das heißt, ich muss schon wieder die Fresse halten. Oder? Quatschen? Die Artefaktfragmente, die Sie gesammelt haben, stammen von den Xel'Naga. Ich kann mit Ihrer Hilfe ein Gerät konstruieren, das die Verseuchung umkehren wird, durch die Kerrigan in die Königin der Klingen verwandelt wurde. Nicht ich, Commander. Sie sind der Einzige, der ihr je nahe gekommen ist und das überlebt hat. Sie kennen ihre Taktiken und Strategien. Und ich weiß, dass sie einfach alles tun würden, um sie zurückzubringen. Sie werden auf diesen Vorschlag von Valerian doch nicht allen Ernstes eingehen. Hört sich für mich nach dem perfekten Deal an, Jimmy. Kerrigan wird wieder menschlich, bekommt eine Kugel zwischen die Augen, du kannst deine Vergangenheit endlich begraben und bekommst dazu noch deine Abrechnung. Abwarten, Tarkas. Char anzugreifen ist purer Selbstmord. Du würdest unser aller Leben aufs Spiel setzen, nur um deine Freundin wieder zurückzubekommen? Das hier ist wichtiger als wir alle, Matt. Es geht hier nicht um mich. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, die wir je bekommen werden. Und ich werde sie ergreifen. Also, was soll es jetzt sein, Jimmy? Bringen wir Kerrigan zurück oder setzen wir sie bei? Das ist allein meine Entscheidung. Ihr beide habt einige Vorbereitungen zu treffen. Fangt an.
Ja, und mit dieser Zwischensequenz und den letzten Worten will ich mich von euch für heute verabschieden. Wie es mit dieser packenden Story weitergeht, ob wir Kerrigan retten können und Rayna damit wieder glücklich machen können, sehen wir in den nächsten Episoden. Also die nächste folgt definitiv morgen für euch, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, ich bin der Crazy Bane und bin raus. Ciao!